Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sins of Solar Empire. Wir schreiben die Geschichte des Dominion. Aktuell sind wir hier noch hart am Kämpfen. Oder zumindest sind wir hier überhaupt am Kämpfen. Wir haben hier oben eine kleine neutrale Partei. Wir haben gerade eben die Föderation diesen Planeten hier eiskalt weggeschnappt. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie die darauf reagieren. Eigentlich will ich ja noch gar nichts hinbauen, solange diese, neutrale Flotte noch nicht besiegt ist. Und dazu benötigen wir mal kurz einen Blick in unsere Auftragsbücher hier. Aber wir haben, glaube ich, alles. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mit einer gemischten Cardassianer-Dominion-Flotte dieses System stürmen. Oh Mann, sieht sich das an. Die schönen Dominion-Schiffe hier. So muss das aussehen. Activating warp drive. Our reinforcements have arrived. Und die Verstärkung ist eingetroffen. Yep. Los geht's. My crew stands ready. Zerlegen wir mal diese Föderation hier. Das da. Hurry Class. Okay, das ist nicht weiter wild, würde ich mal so behaupten. So, hier oben müssen wir auf jeden Fall zur Föderation gelegen. Ein paar stationäre Verteidigungen bauen. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. Okay. Für die ist es natürlich verlockend, dass ich meine Galor-Klasse nicht genommen habe. Die gehe ich ein. Das ist vielleicht nicht ganz gut. Also, wir sortieren mal kurz unser Flagship aus. Dann kann das Flagship nämlich jetzt passt wieder nach Hause segeln. So. Hier müssen wir eine Verteidigungslinie aufbauen. Wir haben gerade so ein bisschen Geld über. Damit können wir das nämlich machen. Unable to build. Und hier müssen sowieso noch mehr Upgrade gebaut werden. So, wir haben noch hier unseren Mineral Constructor. Dem fehlt jetzt natürlich so ein bisschen Dilithium. Das habe ich gerade ausgegeben. Großartig, oder? Großartig. Okay, wir haben gerade meinen Transporter zerlegt. Das macht auch nicht. Zerlegen wir erstmal die Springfield-Klasse und dann die Excelsior-Klasse und was da so alles so dazugehört. Solange wir noch ein bisschen mit unserer noch zu bauenden Verteidigungsplattform beschäftigen, ist ja alles in Ordnung. So, was haben wir hier? Oh, Gomtu. Ha! Wer kennt nicht Gomtu, unser telepathisches Wesen da aus den Next Generation Folgen? Ehrlich. Und so viele coole Referenzen eingebaut. Ich mag das echt total gerne. So. Wir müssen ein bisschen weiter ausbauen hier. Phaser haben wir. Hier gibt es. Das hier ist Deflektor. Ja, Deflektor brauchen wir auch. Und bisschen mehr Panzerung, also Hülle und Hüllen-Repair-Rate kann auch nicht schaden, sag ich mal so. Ich würde gerne DS9-Klasse Außenposten bauen, dann müssen wir den dafür erforschen. Und irgendwann natürlich hier zum Hydra Battle Cruiser oder Battle Carrier. Da fehlen uns aber noch zwei von den Modulen. Wir wollen auf jeden Fall den kardassianischen Weg entwickeln, genauso wie die kommerzielle, was war's, Commercial Reform, damit wir Handelsstationen aufbauen können. Alright. Was ist das da alles? Ist das eine Flotte? Oder ist das alles nur Verteidigung von das eine Flotte? Okay. Hier wird schon ordentlich geballert. Jetzt haben sie doch ein anderes Schiff. Ja, letztendlich haben sie aber keine Chance gegen meine Flotten hier. Von daher bin ich da doch wirklich recht entspannt. So, eins, zwei, zack. Wir brauchen hier vorne
What shall we build? Oh, da fehlt was. Okay, da fehlt was. Wir können hier mal kurz 2000 Metall reindrücken in den Markt. Und wir brauchen mal dringend 750 von der Sorte. Damit wir hier schnellstmöglich unsere Monarch Star Dock hochziehen können. Zack, rein da. Dann legt das Ding da und dann sind wir eigentlich schon mal ganz glücklich mit dem, wie das hier läuft. Wir brauchen mal Level 4, das werden wir so schnell leider nicht kriegen. Level 4 Kolonisierung, was ist hier los? Miranda-Klassen, oh, hier greifen sie richtig an. Hier wollen sie was von mir wissen. Aber wir haben schon Repair-Dock. Das werden wir hier natürlich erstmal direkt hinbauen. We are yours to command. Und wir haben eine Menge Verteidigungsanlagen, die wir, also auch Verteidigungsschiffe, die wir gerne unterstützen. Daher sehe ich das tatsächlich an dieser Stelle noch ein bisschen entspannter. So, zack, hier oben wird schon gebaut. Yes, da wird schon gebaut, sehr gut. Hier müssen natürlich auch Repair Docks hin. Das bedeutet, wir müssen hier ein bisschen Upgrades rausziehen. Damit wir auch zwei von der Sorte hinkriegen. Gut, den Teil hätten wir. Du hier bist jetzt wahrscheinlich... Genau, du hast den Logistik-Slot durch. Hast du noch nicht? Noch nicht. Okay, uns fehlt definitiv Dilithium. Zu einem Dilithium-Mond hier? Einen. Einer ist zu wenig. Was macht ihr da? Strange. Our fleet has arrived. Ja, die hier werden wohl locker flockig verliebt. Akira-Klassen sind eigentlich auch richtig schöne Schiffe. Die haben noch Eleganz. Und auch entsprechend viel Waffenfeuer. Also, ich mag die sehr gerne, die Schiffe. Die gefallen mir sehr gut. Okay. Den Teil hätten wir. Jetzt müssten wir uns eigentlich auch mal hier... Oh, was ist hier los? Klingonen holen sich das Ding hier. Da ist Körn. Ja, die Klingonen holen sich wohl diesen Planeten. Schade, den Planeten hätte ich gern ihm hier gegönnt. Cool wäre es natürlich, wenn wir die Bajoraner übernehmen könnten. Aber dazu müssen wir leider irgendwo den Diplomatenkreuzer von denen rausfliegen. Der Ornos Class Envoy, den haben wir leider. Oh. Hier sind sie ja. Sie greifen wieder an. Oh, die Enterprise ist vor Ort. Hallo. Auch was vor Ort, was man nicht verlegen möchte? Ja. Nee, was? Der wurde übernommen. Alter, die Galaxy Class Starship, das hat schon was, finde ich. Das hat immer was. Ja, ach, da kommt immer mehr. Holla, die Waldfee. Wir müssen uns da mal zurückziehen, Jungs. Das wird nicht zu heiß, muss ich sagen. Tatsächlich mal. Da kriegen wir richtig einen auf den Sack hier, wenn wir da nicht schnellstens mal die Kurve platzen. Da kommt Verstärkung, immerhin. Darauf ist Verlass. Aber wir haben gerade schon richtig verloren hier an der Stelle. So, da ist nichts. Nein, ihr habt hier vorne euren Kältepunkt. Gut, jetzt brauchen wir mehr Kommandoschiffe. Und wir brauchen mehr Schiffstypen. So, ich würde auf jeden Fall gerne zum Galor-Klasse-Cruiser hoch. Und bei den Jem'Hadar müssen wir eigentlich auch weiter. Frage mich, was fliegt mir hier? Fliegt der nicht Chimera? Strikecraft Cruiser oder Mantis Battle Cruiser? Ich weiß gerade nicht, was der fliegt. So. My brave General.
Erfolg sehen wir nach dem Kampf. Sehr gut. Den sind wir tatsächlich los. Jetzt nur noch Janeway loswerden. Ja, ich sehe gerade, meine Flotte besteht wahrscheinlich nur noch auf diesem einen Schiff. Schade. Haben wir hier irgendwelche Konstruktionsschiffe, die hier noch arbeiten? Okay, hier können wir gleich mal zwei Weapon Upgrades machen, wenn es da weitergeht. Was brauchen wir hier noch? Endlich. Ich brauche gerne so ein Kommunikationsarray hier vorne. Das stellen wir hier mit rein. Und hier vorne eigentlich auch. Hier müssen wir auch ein Kommunikationsarray mit reinstellen. Aber wie viele Stationen haben wir hier schon? Ah doch, logistische Slots. 8 von 16. Das heißt, wir können hier durchaus ein Array reinstellen und eine Commerce Station. Wir brauchen nämlich beides. Und das Array ist mir gerade wichtiger. Damit wir nämlich so ein bisschen kulturellen Gegendruck hier gegen das Blaue, was da schon anrückt, aufstellen können. Ansonsten wird mir das ein bisschen zu viel. So, wo ist mein Schlachtschiff? Da hinten ist die Linie. Ist die sehr gut, er hat schon Dominion Commander auf Level 3. Das ist doch mal ein Wort. Das ist definitiv noch. Und unsere Station, Jerun Nord, ist fertig. Ja, jetzt ist Schick im Schiff. Jetzt könnt ihr mich mal. Ach, ein bisschen. So. Jetzt sind die Torpedowerfer installiert. Und damit erhöhen wir mal signifikant den Schadensausbruch dieser Station. Und das hat die Föderation scheinbar auch schon gemacht. Ja, das sähe diesmal armselig aus, wenn wir hier nicht unsere Freelancer hätten, die ja noch mitgeflogen sind. Ja, das hat jetzt ein bisschen Schiffe gekostet. Das ist nicht gut. Wipe the galaxy clean of their kind as an example to all who oppose us. Dann kann das jetzt ja in Ruhe weiter aufgebaut werden. Eine Aufregung hier. So, den wollen wir mal zumachen. Den haben wir zu. Hier hinten. Da müssen wir irgendwann in die industrielle Spezialisierung rein. Aber was wir jetzt als erstes machen, ist, wir schrauben hier noch mal ein bisschen Tritanium in den Markt rein. So. Und kaufen uns dafür mal ein bisschen Dilithium. Ich würde nämlich jetzt gerne erstmal wissen, was wir hier auf dem Planeten überall liegen haben. Das wäre mir jetzt quasi gerade ein großes Anliegen. Dass wir das mal rausfinden. Das macht nämlich so ein bisschen auch unsere Strategie aus, wie wir jetzt weiter vorgehen. Oder, was heißt Strategie, zumindest würde es einen Unterschied machen, wie wir uns jetzt in den nächsten Minuten weiterentwickeln. So, hier oben brauchen wir auf jeden Fall eine Commerce-Station dazu. Braucht man an der Stelle. Hier bauen wir eine Commerce-Station dazu, da können wir noch nichts dazu bauen. Eigentlich hätte ich hier gerne ein Kampfschiff. Wir haben nur leider noch nicht die richtigen. Ich will keinen Janissary bauen. So gut ist der nämlich nicht. Subjugate Planet, das war der Kolonisator. Sondern ich würde eher auf Mantis oder eine Chimera. Mantis oder eine Keldon-Klasse setzen. Oder auf eine Hydra. Aber die Hydra kriegen wir so schnell nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, die Monarch-Werft ist durch. Das heißt, wir können jetzt hier uns da dran machen, so ein bisschen die Lebenspunkte zu erhöhen. Trade Facilities kriegt das Ding natürlich auch noch. Keine Sorge. Da wird schon mal ein Kommunikationsarray gebaut. Das Ding ist auch fast fertig. Die Teile sind fertig. Sehr gut. Das heißt, hier kann repariert werden jetzt. Und damit ist dieser Planet schon ziemlich gut dabei. Sag ich mal. Jetzt brauchen wir eigentlich noch so eine Evac Defense Station. Aber ich weiß nicht, ob wir die kriegen. Die macht nämlich alle Verteidigungsanlagen besser. Und das ist ein echter Hingucker, das Teil. Das sollte man nicht unterschätzen. So, wir brauchen auf jeden Fall weitere Military Searches, glaube ich. Ja,
auf jeden Fall. Wir setzen davon nochmal zwei. Dann sind wir nämlich bei 8. Dann braucht man nämlich nur noch die Zivilen. Aber mit 8 können wir unsere Hydras bauen. Oder zumindest erforschen. So, Central Commands. Wir haben ab sofort Galor-Class Heavy Cruiser. Wenn das nicht mal ein Wort ist hier. Dahil brauchen wir, um feindliche Stationen auseinanderzunehmen. Hier kriegen wir noch Rwanta Cruiser und Jalaxu Cruiser. Die mag ich eigentlich nicht so, muss ich sagen. Entwickeln wir erstmal Mantis Battle Cruiser dazu. Und dann gucken wir mal. Was haben wir hier gekriegt? Plus ein Command, plus ein Max General Bonus und 50 Fleet Supply. Menta Logistics Cache haben wir hier gefunden. Naja, okay. Damit können wir was anfangen. So, der ist noch nicht durch. Der ist schon durch. Sehr gut. Wir wollen jetzt hier überall mal auf Max Logistik kommen. Da sind wir. Hier sind wir auch. Hier müssen wir. Ne, hier sind wir auch schon. Oh je. Wir haben hier. Da entwickeln wir gerade. Hier haben wir noch zwei Bauplätze. Hier haben wir noch einen Bauplatz. Dieser eine Bauplatz ist definitiv für ein Handelszentrum vorgesehen. Zack, Randa oder für eine Raffinerie? Green Center, Com Area, was war das Unterschied? Der Unterschied. Wo ist der Unterschied zwischen Com Array? Habe ich hier entwickelt? Com Array und Doctrine Center. So, und wir haben hier vorne ein Com Array hingestellt. Hoffe ich mal. Wo ist es? Da ist es. Communication Array. Ach so. Das war der falsche. Gut, hier vorne müssen wir noch was anderes hinstellen, nämlich ein Doctrine Center. Das ist das, was Kultur auslöst. Das heißt, hier vorne habe ich auch so ein Teil hingestellt, so ein Com Array. Auch den müssen wir mal kurz sein lassen. Okay. Das heißt, auch hier vorne wollen wir noch ein Doctrine Center hinstellen. Wir müssen aber sowieso erstmal unsere Logistik hochziehen, bevor wir das machen können. Habe ich auch gesagt, die falschen Dinger. Okay, sie stehen an der Front, von daher ist das in Ordnung, wenn ich dann jederzeit für einen Haufen Geld ein paar Verstärkungen reinziehen kann. Das ist schon in Ordnung. So, wir brauchen noch 6 Labore. Wir haben gar nichts mehr frei. Hier ist da schon was belegt. Hier ist ein Military. Da muss auf jeden Fall noch eine Commerce Station rein. Kaufen wir uns jetzt einfach mal. Das heißt, wir hätten hier noch einen Platz für die normalen Labore. Hier unten haben wir 2 Plätze. Und hier können wir gerade mal unsere beiden Werften abreißen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Was bedeutet, wir hätten hier nochmal 2, 3, 4 Plätze Platz. Hier unten. Das ist doch auch mal ein Wort. Damit kommen wir nämlich durchaus hin. So, wir machen hier noch eine Commerce Station rein, obwohl wir hier unten wahrscheinlich auch eine Commerce Station reinbauen könnten. Ja, könnten wir. Ach, das machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Das kommt dann noch. Erstmal alles sichern. So, hier haben hier nicht irgendwo ein Kolonieschiff von uns? Täusche ich mich gerade? Oder ist das Kolonieschiff? Ne, das Kolonieschiff ist, glaube ich, hier gestorben, als es sich das geholt hat. Oder? Hideki, Rasila, Orzet, Hideki, Tonga, Orzet, Hideki, Orzet, Rasila, Tonga, nö, da ist definitiv ein Kolonieschiff zu sehen. Na gut, okay. Ich sehe, wir haben jetzt uns genau die Hälfte des Systems geteilt. Ich habe die beiden bekommen, dafür haben die Klingonen die beiden bekommen und er hat den bekommen. Also 1, 2, 3, 4, 5 plus 2 davon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aber halt kein kleines Volk. Für uns gut. Also wir haben 2 bekommen, die haben 4 bekommen. Und diese 4 stehen meistens immer so ein bisschen im Weg. Die kleinen Völker. Finde ich jetzt jedenfalls. Also die sind ganz hilfreich, aber im Wesentlichen stehen sie im Weg. So, Handel ist immer gut. Und Social. Handel und Social. Hier fehlt einmal Social. Hier unten fehlt gar nichts. Die sind schon voll. Hier unten haben wir Handel hingebaut. Das ist gut. Dann können wir noch ein Doktrincenter hier hinbauen. Sicher ist sicher. Und ein Social Research. Da kommt noch was anderes dazu. Jetzt sind wir bei 5. Das heißt, wir benötigen hier oben zum Beispiel. Da ist noch ein Platz frei hier oben. Ein Platz ist hier oben noch frei. Haben wir hier schon ein Trade Center drin? Ups, Trade.
Trade. Construction work is Nein, complete. Okay, da muss eine Commerce Station rein. Da geht dann halt kein Weg mehr vorbei. Ich hätte gerne überall die Commerce Stations drin. Check. Construction work is complete. So, hier haben wir keinen mehr frei. Aber hier unten haben wir noch Militär, was wir demnächst bauen können. Das heißt, hier ist noch einer frei. Da muss dann wieder ein Socializer rein. Social Research Lab. Jetzt sind wir bei 6, das heißt, die fehlenden 2. Ja, die fehlenden 2, ne? Construction work Logistik, is complete. Logistik. 12, 12, 12. Okay, wenn ich jetzt nicht irgendwo noch eine Technologie finde, dass wir zusätzliche zivile. Construction work is complete. Das hier, zivile Slots oder sowas bekommen. So eine Sondertechnologie, die nur die Cardassianer haben. Dann fehlen mir leider 2 von denen. Logistik. Doch, hier, nee, das sind taktische Slots. Schade. Hier gibt es halt nochmal zusätzliche taktische Slots. Aber auch nur für Cardassian Union, also nicht fürs Dominion. Construction work is complete. Könnten wir die diplomatischen Möglichkeiten ausschöpfen? Einfach damit ich auch ein bisschen Diplomatie mit meinem Verbündeten betreiben kann. Und ich sollte dem auch mal irgendwie 5 von diesen Cruisern drüber schicken. Hier oben müssen wir auf jeden Fall mehr. Dilithium erforschen. Ja, weiß ich. Deswegen erhöhen wir mal die Extraktionsrate um 30% oder auf plus 30%, je nachdem. Was haben wir hier unten? New Border Structures. Achso, das ist hier Sensoren sind das. Das sind Sensoren. Will of the Founder. Mehr Damage. Höherer Insystem. Mehr Tax Income. Das ist auch nicht schlecht. Aber. Ich fürchte, wir kriegen keine weiteren logistischen Strukturpunkte. Und das bedeutet, dieser Planet zum Beispiel, da müssen wir mal einen Marker draufsetzen. Der gehört eigentlich uns. Oder der Planet. Den würde ich auch nehmen. Auch wenn es mal wieder ein Frontplanet ist. Aber wir haben zu wenig Platz. Ist so. Ist ein Fakt. So, dann wollen wir mal. Was haben wir jetzt hier? Capital Ships. Wir können einen Mantis bauen, das ist schön, dann bauen wir einen Mantis. Bam bam. Eldon habe ich immer noch nicht erforscht. Naja. Ich könnte einen Dukat erforschen. Capital ist Capital, ne? Nehmen wir. Du bist. Dreadnought. Dreadnought, Construction Rate, Acceleration Increase. Das ist natürlich auch mal gut hier. Okay. So. Hier gibt es Ressourcen, das ist gut. Hier gibt es mehr Ressourcen. Wir müssen gerade mal einen Fokus auf Ressourcen setzen. Wir kriegen einfach zu wenig von dem Dilithium hier. Da müssen wir was gegen tun. Das hier wäre auch nicht schlecht, wenn wir so ein bisschen eine Foresight hätten. Wann Hostiles have arrived, genau deswegen. Wann wir hier irgendwo an Grenzen stoßen. So. Envoy. Oh, der braucht ja nichts hier. Also mal kurz 5 Envoys. Dann können wir nämlich hier schön Kontakt mit unserem Verbündeten aufnehmen. Und den da. Mit ein paar Verträgen zu bomben. So, Union of Order. Immer gerne. Immer gerne. Da ist die Evac Defense Station. Die brauchen wir auch noch. Aber halten wir uns mal kurz fest. Wir brauchen erst mehr Dilithium und wahrscheinlich auch mehr Geld. Mehr Geld kann jetzt auch nicht schaden. So, da ist unser Mantis Cruiser. Was hat er denn? Heavy Polaron Torpedo. Gamma Assault. Polaron. Polaric Resonance. Ah ja, cool. Water Interfacing. Krass, die haben zwei passive Fähigkeiten. Das ist der Hammer. Eigentlich ein richtig, richtig gutes Schiff hier. Die Mantis. Und die Frage ist die Mantis, ups, dasselbe Schiff, das auch unser guter Veyun fliegt? Ich glaube nämlich ja. Reach has no limits. So. Awaiting further ein Envoy. Orders. Moving. Darunter. Auf zur Heimatwelt. Prepare to enter warp. Ein Envoy. Auf dieses System hier.
We must respond. Dann jetzt hier noch mehr Invoice. Brauchen ganz schön lange was. Ein Envoy auf das System hier. Ups, das System hier. Changing heading. Ein Envoy auf das System hier oben. Increasing engine output. Oh, da kommt eine Föderationsflotte an hier. Hey, der da. Wir machen Stress. Einmal hier und einmal hier an. Ja, hier ist nur eine kleine Flotte von Piraten. Das ist scheinbar egal. Würde ich jetzt jedenfalls so sehen. Leider habe ich aktuell keine Flotte, um unseren werten Verbündeten zu unterstützen. Tut mir leid, aber ich habe gerade kein Bild für dich. So oder so ähnlich. So, einer fehlt uns noch und dann könnten wir mal ein paar Galor-Klassen hier raushauen. Mit denen können wir nämlich was anfangen. So, bauen wir noch einen Mantis? Ja, wir bauen noch einen Mantis. So, ich setze mal hier drauf. Increasing engine output. So, okay. Das hätten wir. Hier wird richtig hart gebattelt. So werden zwei verschiedene Planeten von mir angegriffen. Einmal der hier, Tatsache. Sir? Oh, ich bin ganz schön viel Militär. Das ist natürlich mal ein Wort, wenn wir so viel Militär können. Kann man hier durchaus mal die ein oder andere Verteidigungsstellung aufbauen. Ja. Nicht schlecht. Diese kardassianischen Verteidigungsplattformen waren tatsächlich ziemlich gut. Muss man mal so sagen. Die waren tatsächlich gut. So, wir brauchen einfach nochmal hier 2000 von dem Salda, von dem Tridanium. Wir brauchen es einfach gerade nicht. Nächstes würde ich gerne die Evac-Station erforschen. Sogar noch vor unserem Hydra Battle Carrier. So. Hier kommt noch ein Threat Detection System und ein Sensor Dampening Suit dazu, wobei das sieht gerade fast so aus, als wären die beiden schon aktiviert. Oder? Ne, sind sie noch nicht. Sind sie noch nicht? Sind sie noch nicht, weil die Werte noch nicht aufbrauchen. Die machen das schon ganz gut hier. So, eine Evac-Station. Die bauen wir hier mal mitten rein. Irgendwo für war die Defense of the Union. Weapon Range plus 40%. Mehr Shield Restore und eine gute Damage Reduction. Das ist doch mal ein Wort hier. So. Das ist wirklich ein Wort. Damit können wir uns anfangen. We are yours to command. Brauchen wir den da auch. Ach nee, so ein Geforschter. Dann nicht. So, hier hinten ist wieder Ruhe. Ja. Victory, das heißt, wir können unsere Flotte mal ab. Och du heilige. Wir ziehen unsere Flotte einfach mal ab hier runter. Wir haben hier hinten nämlich noch unsere andere Flotte stehen. Und da bauen wir mal ganz schnell so ein paar Scarab-Klassen dazu. Muss gerade sein. Dann brauchen wir mehr Flotte. Definitiv mehr Flotte. So, kriegen wir hier noch was hin? Dafür fehlt gerade ein ganz, ganz klein wenig an Style. Den Moment warten wir noch ab. Yep. So, danach geht's weiter mit dem Bereich hier. Mehr Schaden, mehr Lebenspunkte, mehr alles. So. Dominion rückt schon an. Hervorragend. Erhöhen wir noch ein ganz klein wenig unsere. Our scientists have developed a new technology. Ach, diesen
schon durch, mein lieber Mann. Zack, rüber hier. Da ist noch irgendwie ein Bomber frei geworden. Den nehmen wir mit. Und jetzt haben wir eine kleine Flotte, mit der wir uns hier oben einmischen können. Das werden wir natürlich auch tun. Also Marsch. Our reinforcements have arrived. Construction work is complete. Ich frage mich gerade, ob mein kardassianischer Verbündeter hier reiner Kardassianer ist oder ob der auch Kunden mit der Dominion. Ich sehe hier auch ein paar Derrick-Ships. Hier passiert. Abilities disabled. Oh. Oha. Wir haben die Polaris-Klasse hier mittendrin. Oha. Ich würde mal sagen, jemand hat hier gerade die Zeit hingehalten, oder? Diese Sache. Was bedeutet, wir müssten hier unten mal unsere Capital Shipyard, ein Prototype Dock, das müssten wir hier unten mal hinstellen. Das werden wir jetzt auch einfach mal machen. Und hier könnten wir unsere Galor Refit bauen, damit unsere Galor Klassen haltbarer werden. Das klingt auf der anderen Seite natürlich auch jetzt nicht so schlecht. Machen wir auch einfach mal. So. Red Detection System. Machen wir auch. Müssen jetzt mal so ein bisschen hier vorwärts kommen, würde ich sagen. Und dann fangen wir den hier hinten mal ein bisschen was weg. Ja, zum Beispiel die Miranda-Klappe. Fangen wir klein an. So, die Miranda-Klappe ist schon mal weg. Den Rest unterstützen wir hier. Mal erstmal die mal weggeschickt auf den Planeten. Das finde ich ja nicht so lustig hier. Okay, erledigt. Das Ding ist erledigt. Nehmen wir noch den alten klapprigen Ping auseinander. Das Raptor, das Rel-Klasse, was eine Gefahr für uns wäre, jedenfalls auf dieser Seite. Macht immer Spaß, wenn man jemanden in den Rücken fallen kann, ganz ehrlich. Klingt komisch, ist aber so. So, da haben wir noch eine Render-Klasse, die wir mitnehmen können. Eigentlich wäre es... Oh, eigentlich wäre es cool, wenn wir diese Aurora-Klasse da haben. Die Polaris-Klasse ausnehmen würden. Aber fangen wir erstmal langsam an. Da ist auf jeden Fall Kanzler Gau. Ja, Alter. Und da ist eine Nick-Bar-Klasse. Wir legen jetzt erstmal die wirklich teuren, die Leute, die hier Level haben. Nicht zu ersetzen sind einfach zu. Deine Mac war, also wir machen deine Mac war unterwegs. Jetzt sieht es fast aus, als wenn wir die Einzigen hier noch kämpfen. Das wäre natürlich schon ein bisschen, ja, uncool. Warte mal. Ah, wir hatten hier Monsoon, die Norway-Klassen. Hier gerade auf den Planeten einfügen. Das ist natürlich ein Grund dafür, dass man da mal kurz die Kurve kratzt. Das geht ein. Ich würde sagen, dann kratzen wir auch mal die Kurve. Das ist eine Rivalklasse, die ich gerade im Fahren habe. Das war es hier. Tarnung mitten in meiner Flotte auszustellen, war noch nie eine gute Idee. So, ich schätze, wir sind gerade Opfer von so einem Zeiteffekt geworden, aber die Polaris-Klasse hat es auch nicht mehr gerettet. Das macht aber auch nichts. Wir verteidigen dieses System durchaus. So, da hinten ist noch Kern. Captain Kern auf Level 6. Was haben sie noch? Hier hinten haben sie noch die HS Praxis auf Level 3 und noch zwei Level 6 Ravenous-Klassen.
Die Klingonen haben ja echt mal dicke Battleships aufgefahren. Muss man so sagen. Helfen tut ihnen jetzt allerdings auch nicht mehr. Die Föderation hat sich auch schon wieder zurückgezogen. Janeway schmeißt gerade den Warp-Antrieb an. So, dann wollen wir mal hier rüber. Aus einer echten Stalker-Klasse. Bitte nicht wahr. Ich hab noch eine Elfen Stalker-Klasse. Feuerfrei. Machen wir uns mal auf den Weg darüber. Ach, das, wir verteidigen gerade die Heimatwelt vom Dominion, vom Marquis. Deswegen ist die so mehr oder weniger gut noch verteidigt. So. Bringen wir direkt hier die Kerbrot in die Luft. Angriff ist die beste Verteidigung. Habe ich gelernt. Merkt den wohl nicht in Schule. So, was soll ich machen? Eigentlich. Mehr Schiffe. Machen wir nochmal so ein paar Galor-Klassen und Dominion-Schiffe in die Schlacht rein. Feuer frei. Derweil können wir ein bisschen weiterentwickeln hier. Den da und den Hydra wollten wir haben. Todd Gore kann nie schaden. Hier wollten wir den da haben. Und wollten so ein bisschen mehr Schilde und vielleicht ein bisschen mehr Panzerung mitentwickeln. Was passiert hier? Genau, hier kriegen wir mehr Ressourcenextraktoren, also mehr Punkte von Extraktoren. Das ist gut. Und hier unten gibt es ein bisschen mehr Propaganda. Das schadet auch nicht. Eigentlich würde ich den da gerne noch holen. Immer eigentlich, ja, fällt mir gerade so ein. Antimateria Restoration, Allegiance und Hill Points und Capital Ship Culture Protection. Our reinforcements have arrived. Klingt gut. Wo ist denn unser 10. Orden? Machen wir erstmal so ein Pakt der Allianz. Was denn? Irgendwas ist hier gerade eingeschlagen. Ich weiß nicht so ganz genau was. Construction is disabled. Na, das läuft ja super. Okay, läuft, ach so, ich darf nicht bauen. Ich darf nur bauen. Ist klar. So, ich schätze, wir haben diesen Planeten erfolgreich für das Dominion beansprucht. Das heißt, wir können uns jetzt hier unten sammeln. Mir fällt gerade auf, dass hier natürlich zur Sonne hin ein Weg existiert. Das heißt, wir können direkt hier unten auf diesen Planeten drauf. Was ich mitnichten cool finde. Das heißt, wir müssen uns sofort erstmal so einen Konstruktor bauen, um diesen Planeten hier entsprechend gegen Angriffe zu sichern. Sonst kann das unter Umständen mal eine kurze Explosion werden hier. To serve the Dominion. So, du hast jetzt 3 davon. Sehr gut. Fuck. Diese Schiffe sind der Hammer. Die mag ich tatsächlich sehr gerne. So. Gut, du bist der Nächste. Ja. Not enough resources, aber wir bauen hier oben definitiv Richtung Sonne eine Sternbasis hin. Sowas von definitiv. The Founders are most pleased indeed. Gut, erhöhen wir die taktischen Punkte, die wir haben. Und dann, so viel Spaß es ja leider auch irgendwie macht, sind wir für heute schon wieder am Ende angekommen, unserer kleinen Neuschreibung der Dominion-Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Panemetzer Zensis.